Hallo, herzlich willkommen bei den Digos. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werde ich ein Video euch zeigen oder etwas drehen. Und zwar habe ich zwei Mädchen. Die eine heißt Willow, ist 10 Jahre, die andere heißt Georgina, ist 11 Jahre. Die haben sich zu Weihnachten 2021 unbedingt ein neues Handy gewünscht, weil beide ihre Handys im Laufe der Zeit geschrottet haben, kaputt gemacht, was auch immer. Und die einen weiteren Schulweg haben, morgens mit Bus und Bahn. Und natürlich ab und zu die Busse und Bahn ausfällt und ich immer nicht wusste, wo meine Kinder sind. Ich viel hinterher telefonieren musste über Freunde und andere Eltern. Deswegen habe ich oder mussten zwei neue Handys her. Jetzt haben die sich das unbedingt zu Weihnachten gewünscht. Und dann habe ich die auch besorgt und gekauft. Aber ich habe die Handys denen zu Weihnachten nicht gegeben oder nicht mit unterm Baum gelegt, weil meine Kinder ab und zu etwas über die Linie gehen. Das heißt, ab und zu sind sie mal etwas sehr, sehr frech oder respektlos. Und dann habe ich gedacht, den gebe ich eine Strafe und lasse sie einfach mal ein bisschen zappeln. Weil sie haben wirklich gedacht, ja, Mutti kauft ja immer alles, Mutti macht und tut immer alles für uns und wenn wir frech sind, kriegen wir es trotzdem. Ja, deswegen habe ich es nicht unterm Baum gelegt, sondern habe das mir aufgehoben und jetzt mussten sie sich die letzten 2 Wochen beweisen, also von Heiligabend bis jetzt sind 2 Wochen vergangen. Und sie mussten sich beweisen, dass sie sich benehmen können und dass sie auch mal im Haushalt helfen können und dass sie einfach mal, ja, dass sie einfach mal Respekt zeigen. Und das haben sie gemacht. Also sie haben wirklich Sachen gemacht, wo ich erstaunt war, dass sie es gemacht haben. Genau, und jetzt übergebe ich denen gleich das Paket, auf das sie schon ewig warten. Und die wissen natürlich von gar nichts, weil die denken, ja, Mutti hat es nicht gekauft. Ich habe immer gesagt, ich habe es bestellt, aber es ist noch nicht da. Und letztendlich habe ich gesagt, die Bestellung wurde storniert. Genau, deswegen seid gespannt. Jetzt geht's los. Die Kinder kriegen jetzt ihre Handys. So, da sind wir und die Kinder wissen von nichts. Ich habe die jetzt blind hierher geführt. So, Willow und Georgina, ihr dürft jetzt die Augenbinden abnehmen. Ja, was ist da jetzt? Ein vergessenes Geschenk. Ja. Tja, das Geschenk ist für euch. Schaut mal rein. Super toll. Schon wieder? Schon wieder voll zugetaped. Zieh mal hier oder so. Schuhe. Schokolade für uns. Und jetzt dann dahin. Wie macht man den Rest auf? Ja. Wenn da jetzt wirklich Windeln drin sind, dann nee. Geh ich hier. Aua, nicht. Nimm doch. Was ist denn jetzt das jetzt? Auf. Aber das Papier zu machen. Oh, was ist denn das denn? Ich hasse dieses Papier. Was ist das? Zuerst.
ein Stück Schoko drin. Oh mein Gott. Und? Ja. Freut ihr euch nicht? Doch. Danke, Mutti. Danke. So, und beim nächsten Mal, wenn man nicht hören kann und frech ist, gibt's nichts. Da gibt's absolut nichts. So, die Kinder, die ja, haben nicht so ganz ihre Freude gezeigt, aber ich weiß, dass sie sich freuen. Es ist für die neu, vor der Kamera zu stehen und was auszupacken. Ich weiß, dass sie sich freuen, weil sie haben mich wirklich 2 Wochen jeden Tag genervt, dass sie endlich ihr Handy bekommen. Und ja, jetzt ist es soweit. Und Mutti hat natürlich noch eine kleine Überraschung, aber das wissen die beiden auch nicht. Oh mein Gott, die ist ja voll schön. So, was habt ihr jetzt nun bekommen? Zeigt das mal den Leuten. Also einmal ein Handy. Von innen sieht das. Redmi 9C. Genau, ein Handy haben beide bekommen. Und dazu ein? Eine Handyhülle. Eine genau. Coole rosa Handyhülle. Jawohl. Die ist sehr schön. Ja. Also damit beenden wir das Video. Sagt man den Leuten Tschüss. Tschüss. Wem gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert. Und abonniert.